Schön, dass Sie wieder dabei sind. Episode 46 von Staffel 1 von 5 Minutes for Growth. 2016 wird es eine zweite Staffel geben. Die Konditionen bleiben unverändert. 250 Euro. Wir haben ja neulich übrigens mal über Pricing gesprochen, über Preissetzung in einer dieser Episoden. Und diese 250 Euro sind auch ein Preis, den wir uns überlegt haben. Denn es ist eigentlich ein Preis, wo man nicht Nein sagen kann. Das wissen Sie als Eingeweihte und das wissen viele andere möglicherweise inzwischen auch, weil es sich rumgesprochen hat, dass 5 Minutes for Growth ein ganz vernünftiges Format ist. Also wir überlegen uns unsere Preise, Gebühren, Honorare, wie auch immer, in welchem Fall auch. Das aber nur am Rande. Es hat übrigens etwas mit dem heutigen Thema zu tun. Es ist nämlich eines meiner Lieblingsthemen. Es geht um Sog statt Druck. In vielen Unternehmen erleben wir, dass mit sehr viel Druck gearbeitet wird. Es äußert sich in der Sprache. Dem müssen wir mal ein bisschen Druck machen. Wir müssen mehr Druck auf den Kessel bringen. Dem muss man mal richtig zeigen, wo es lang geht. Den Wettbewerber, den muss man mal unter Druck setzen. Bei dem die Lieferanten brauchst du ein bisschen Druck, dann geht er auch in die Knie. Also richtig martialisch. Ne? Also wir haben nichts dagegen, wenn man Wettbewerber als Feinde betrachtet, im positivsten Sinne. Ne? So, also der Feind eint ja schließlich, aber Druck... Ach, was. Druck hat einige Eigenschaften, die nicht besonders förderlich sind für Wachstum. Druck erzeugt Gegendruck. Und Druck muss immer irgendwo hin, sonst funktioniert das mit dem Gegendruck auch nicht mehr. Also die Kraft, die muss ja irgendwo sich entladen. Wenn Sie einen Schnellkochtopf haben und Sie binden, oder einen normalen Kochtopf, und Sie binden einen Deckel ganz fest darauf, erhitzen Wasser darin, irgendwann fliegt Ihnen der Deckel um die Ohren oder der ganze Topf oder weiß der Himmel was. Mehr Druck auf den Kessel, ja, dann pfeift der Kessel, da passiert aber nichts. Nichts bewegt. Ne, so. Und nicht nur, dass Druck immer Gegendruck erzeugt, Druck hat auch eine ganz unangenehme Eigenschaft. Er verbraucht unglaublich viel Energie. Ich muss immer Energie zuführen, damit der Druck aufrechterhalten bleibt. Und dann kommt hinzu, dass wenn sich eine Organisation einmal an Druck gewöhnt hat, man immer mehr Druck aufwenden muss, damit dieser noch gespürt wird. Weil der Leidensdruck schon, den die Organisation aushält, besonders hoch ist. Das ist wie bei Drogen. Man braucht immer mehr, um noch was zu merken. Das ist bei Druck nicht unähnlich. Das ist schwierig. Für Wachstum gänzlich undienlich. Es ist, als würde man immer gegen eine Mauer rennen und immer wieder versuchen, ein Loch da reinzubringen. Man braucht immer wieder Energie. Schauen wir uns das einmal an. Das gerade genannte, immer wieder gegen die Mauer rennen, immer wieder davor, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und irgendwann ist vielleicht mal ein Loch in der Mauer. Vielleicht aber auch nicht. Das Problem ist, die Mauer ist dann zerstört. Also Druck ist nicht das Präferierte, was uns in den Sinn kommt, wenn es um Wachstum geht. Wir setzen auf etwas anderes. Wir setzen auf Sog. Wir setzen darauf, dass positive Dinge Sog ausüben, die automatisch dazu führen, dass Menschen, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten gerne zum Unternehmen kommen, gerne die Produkte und Dienstleistungen kaufen, dass diese Menschen gerne Teil des Ganzen, des möglicherweise auch größer werdenden Ganzen sein wollen. Anders sind doch auch Communities gar nicht zu erklären. Teil des Unternehmens sein wollen. Wir sagen bei unserem internationalen Markenkolloquium zum Beispiel, wir sprechen von der Seona-Familie. Das meinen wir ganz unesoterisch, aber wir sehen, dass es eben einige Menschen besonders anzieht und andere eben nicht. Nur wenn wir die jetzt anziehen wollten, die es noch nicht für sich entdeckt haben, wenn wir die jetzt anziehen wollten, die sagen, naja, ich will da eigentlich gar nicht hin, finde es auch blöd, so eine Veranstaltung, aber die haben mich jetzt überredet, die haben mich so voll gequatscht, jetzt zahle ich die Gebühren und ich komme dahin, dann verderben wir uns unsere Veranstaltung. Wenn wir Mandate mit Klienten machen, die wir überreden müssen, wenn wir das machen würden, würden wir die Mandate nicht gut machen können. Weil sich der Auftraggeber immer wieder bestätigt fühlen würde, so ist es richtig, dass er das Mandat am besten gar nicht vergeben hätte. Sog statt Druck. Wo können Sie Sog ausüben? Wo können Sie auf Mitarbeiter, Lieferanten und auf Kunden Sog ausüben? Wo können Sie so attraktiv sein, dass man sagt, Mensch, ich will Teil dieses Ganzen sein? Ich meine das, Sie kennen mich gut genug, unesoterisch, aber jeder, der ein Produkt kauft, ist damit auch mit dem Unternehmen in irgendeiner Form verbunden. Er mag es oder er mag es nicht. Menschen, die Produkte kaufen, weil sie müssen, sind schlechte Kunden. Menschen, die Produkte kaufen, weil sie es wollen,
Auch wenn beispielsweise Taschentücher braucht man nur, wenn man Schnupfen hat üblicherweise, aber wenn es denn dann hilft, dann ist es gut und wir setzen alle auf bestimmte Marken. Das ist auch die Kraft der Marke, die hier den Sog ausübt. Und deswegen ist Marke so wichtig und deswegen schließt sich hier ein Kreis. Überlegen Sie einmal bei Ihrer Sprache, bei Ihren Produkten, bei Ihrer Werbung, bei Ihrem Marktauftritt, bei Ihren Kunden- und Lieferantengesprächen, wo Sie künftig mehr auf Sog setzen können und auch mal loslassen können, statt auf Druck. Sie werden sehen, Sie stehen morgens leichter auf. Das war 5 Minutes for Growth für diese Woche. Bis nächsten Dienstag.